Die Zahl der wegen Steinschlags gesperrten Wege ist in den letzten Jahren gestiegen. Ein Team von Tiroler Experten hat ein Analysetool entwickelt, mit dem das Risiko von Naturgefahren auf Bergwegen beurteilt werden kann. Ragna ist ein Werkzeug zur Beurteilung des Steinschlagrisikos auf Berg- und Wanderwegen. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt beobachtet, dass bei Wegehaltern Verunsicherung besteht. Bevor Wegehalter inflationär ihre Wege sperren, haben wir gemeinsam mit dem Alpenverein und mit der Firma Lola ein Kooperationsprojekt gestartet, um den Wegehaltern ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Dieses Analysetool könnte eine einheitliche Herangehensweise innerhalb der Euregio sein. Mithilfe von Fit4Co wird dieses Projekt diskutiert. Die Grundlage von Ragna ist das Wissen von lokalen Experten. Lokale Experten sind Personen, die einen Weg besonders gut kennen. Jäger, Bergführer, die Waldaufseher, Leute, die einfach sehr oft dort vor Ort sind. Diese Leute können extrem gut einschätzen, wie viele Personen benutzen diese Wege, wie oft kommt es dort tatsächlich zu gefährlichen Situationen. Und diese Informationen werden in dieser Risikoanalyse zusammengefasst und man vergleicht dann das Risikopotenzial mit dem gewünschten Schutzziel. Bei einer Ragna-Expertenbegehung in Bozen wird gezeigt, wie Ragna in der Praxis funktioniert und ob das Werkzeug auch außerhalb Tirols verwendbar ist. Das ist ein breiter Fuhrweg, ein alter Fuhrweg mit schöner Pflasterung noch, sehr steil, aber eben an den Porphyrwänden entlang geht und hier halt immer wieder, auch heute gesehen, ganz frische auch Steine immer wieder am Weg zu finden sind. Liebgard Fuchs ist Projektcoach und betreut das Ragna-Projekt. Sie bringt Experten zusammen. Coaches braucht es, weil man kann sich das so vorstellen, wir haben zwei Sprachen, wir haben Deutsch und Italienisch. Wir haben keine gemeinsame Sprache, die wir sprechen können. Und da entstehen ganz viele Stolpersteine. Und deswegen braucht es einen Coach. Ich vergleiche das immer mit einem Bild wie ein Glasl, wo Steine drinnen sind. Die Steine sind die Projektpartner, da kommt der Sand rein, Kies rein, da kommt Erde rein und dann kommt das Saatgut rein. Und dass es wachsen kann und gedeihen kann, braucht es ein Glas, das das zusammenhaltet. So sehe ich die Aufgabe von einem Coach. Ragna ist ein innovatives Werkzeug für Wegehalter zur Risikobeurteilung von Naturgefahren. Es ersetzt nicht die Eigenverantwortung des Bergsteigers. Die Entscheidung, wie viel Risiko jeder eingehen will, sollte einem selbst überlassen werden. Es ist eine Frage der Vernunft.